Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn. Ja, neu anfangen. Ich habe jetzt diesmal einen männlichen Charakter gemacht und ich werde ihn wahrscheinlich Okkultist, Arkanmager. Ich werde wahrscheinlich einen Soldat machen, weil er einfach am destruktösesten ist. Also ich habe alle Charakterklassen sehr gut, ja, einmal angespielt bis Ende ersten Aktes. Und mir gefällt der Soldat einfach am besten, weil er auch defensiv ist und nebenbei die stärkste Klasse. Kann ich irgendwie nicht so verstehen. Ich kann aus dem ein bisschen nicht verstehen, dass ja die Charakterklassen eben so unbalanciert sind und dass eigentlich Items nur für Krieger droppen. Es droppen sehr wenige Stäbe, es droppen wenige Fernkampfwaffen, es droppen wenig Einhandwaffen. Okay, ja, zwei Handwaffen eigentlich auch. Es droppen eigentlich immer Schilde. Und ja, es ist leider, das Game ist halt noch in einer sehr frühen Phase. Aber es macht nichts und ich habe jetzt mehrere Mal versucht schon aufzunehmen und die ganze Zeit hat es geleckt. Also wenn es kurz irgendwie leckt oder so. Ich habe es nämlich jetzt optimiert. Die Einstellungen sind immer noch auf Maximum. Aber ich habe es ein bisschen optimiert. Und ja, jetzt zum Beispiel hat es einen kurzen Lag gegeben. Das ist einfach, dieses Game frisst mehr Leistung als Skyrim und Far Cry 4 zusammen. Und deshalb, ja, leckt es manchmal, tut mir leid. So, also, ich habe ihn, ja, das ist meine Klasse, die ich am meisten gespielt habe und auch am stärksten war und wo ich auch schon ein paar Items gefunden habe für diese Charakterklasse, damit wir einfach einen leichteren Start haben. So, also das Game ist einfach nur genial später. Am Anfang ist es halt ein bisschen langgezogen und langweilig, aber eben, wir wollen so schnell wie möglich an diesen Stand, wo wir vorher waren, weil wir verskillt haben. So, wir sind auf Veteran, also wir spielen auf Veteran und das ist halt ein bisschen schwerer, aber wir werden, wie gesagt, recht gut vorwärts kommen, wenn wir ja richtig skillen und dann auch die Items holen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Wir haben alles schon angeschaut in den ersten Parts. Ein Großschwert haben wir schon, sehr schön. Ja, wir machen zwei Handwaffen, weil es einfach nur extrem stark ist. Also Soldat, hier nehmen wir das und das. So. Hier tauschen wir auf Schlagfrequenz. Rüsten die zwei Handwaffen an und machen alles auf Konstitution. Plus ein bisschen auf Geist. Aber nicht so viel. Ich hoffe, es reicht, also dass wir immer genug Mana haben. Werden wir wahrscheinlich nicht, aber immer wenn wir Mana-Probleme haben, machen wir eins auf Geist oder so. Aber nehmen wir nur eins pro 5 Levels oder so. Weil wir brauchen sehr viel Konstitution. So. Das rüsten wir aus. Gut. Also, das Spiel hat mich wirklich positiv überrascht, weil es sehr viel auch andere Sachen bietet als nur das ganze Zeit Gekloppe. Es ist nämlich recht actionreich, also es ist viel Gekloppe, aber die Quests sind originell. Man kann wählen, ob man zum Beispiel diesen rettet oder einen anderen rettet und den anderen zum Beispiel sterben lässt oder... Ja, es ist alles so ein bisschen zufällig, was man macht. Also man kann sich immer wieder entscheiden. Manche Sachen kann man nicht beeinflussen, weil man einfach die falsche Fraktion angehört und sowas. Aber ja, das werde ich noch sehen. Ich werde es auch gut beschreiben. So, wir müssen jetzt nach oben weiter. Immer nach Norden. Ich möchte kurz schauen. Die Stiefel können wir noch nicht tragen. Brauchen noch ein bisschen Konstitution. Ja, es ist... Das Spiel...
ja, bietet recht viel Abwechslung und immer wieder etwas anders zu machen können. Also ja, es bietet uns einfach zum Beispiel mal zu craften, mal Kopfgeldaufträge zu machen, mal Quests weitermachen, mal Items zu suchen. Es bietet sehr viel Abwechslung, was es zum Beispiel bei Diablo 3 gar nicht gibt. So, wir haben alle drei unten hingetan. Und wieder auf Konstitution. Ich will jetzt kurz erzählen, was wir nehmen. Wir nehmen Schlagfrequenz. Nein, eben nicht Schlagfrequenz, sondern Klingenbogen. Dann Kampfgeist. Gegenangriff. Und Schlachtruch. Ja, müssen wir dann schauen, das ist optional. Aber was wir noch nehmen, ist hier militärische Konditionierung. Dekorative, dekorierte Soldat hier 1. Damit wir plus 8 Verfassung haben. Also plus 8% Verfassung. Und hier 1. Und vielleicht genau hier mit der Angriffsgeschwindigkeit und Gesamtschaden richtig stark. Außerdem werden wir noch die zweite Klasse ganz wenig anskillen. Das wird wahrscheinlich der Arkanist sein. Weil Dämonologist bringt es nicht. Ding auch nicht. Sag schon. Ja, der Ninja. Sag ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt. Nachklinge, glaube ich. Ja, kann sein. Nachklingen also auch nicht. Okkultist wäre eigentlich noch gut zum Slowen von Gegnern und zum Vergiften, aber nehmen wir wahrscheinlich nicht. Sonst könnten wir auch Nachklingen nehmen wegen dem Stun. Was ist es dann? Es ist so ein Charge-Angriff, der die Gegner, glaube ich, slowt. Ja, ist nicht so gut. Wir werden wahrscheinlich Arkanist oder Dämonologist nehmen, aber nur unskillen, damit wir einfach ein paar Zusatzattribute haben und ein paar Fähigkeiten, die uns helfen. So, also das ist auch Schrott. So, jetzt sind wir schon bald beim Boss vom ersten Quest. One-Hit, sehr schön. Die Gegner werden recht schwer. Also schneller schwer als wir Ding. Dafür brauchen wir einfach, ja, müssen wir Items entweder suchen oder ich habe sie schon. Also ich habe sie schon und deshalb müssen wir sie nicht suchen. Sonst würde das Let's Play wirklich lange gehen. Und ich möchte jetzt das Let's Play spannend halten und nicht allzu lange machen. Aber ich werde natürlich nur zwischendurch manchmal Items suchen dann und sie natürlich nicht alle sofort ausrüsten, damit wir OP stark sind, sondern dass wir stetig wachsen sozusagen. Und nach der Hauptstory können wir das machen, dass wir selber die Items suchen, aber bis wir die Hauptstory fertig haben, ist es am besten, wir machen jetzt hier nicht allzu viel, damit wir einfach stetig den Charakter wachsen sehen. Ja. So, diese Geschosse von den Augen machen eigentlich recht wenig. Ich baue gern ein bisschen. Ich baue gern ein bisschen herum. Weil man lockt extrem viele Zombies hier drinnen an. Wir müssen den Splitter kaputt machen. Zerstören. So, die Erdkristalle müssen wir aufsparen, also sammeln. So, da machen wir einen rein. Da machen wir einen rein und hier oben machen wir dann einen rein. So, also hier haben wir unter 30% Leben, bekommen wir wieder Leben. Und hier haben wir allgemein Leben. Sehr schön.
So, jetzt haben wir so viel. Jetzt haben wir schon über 100 Konstitution. Das geht sehr schnell. Wir müssen den Boss töten. Der ist hier rechts. Bisschen Raffinesse ist auch gut. So. Ja, Zeit haben wir noch genug. Für diesen Part machen wir das schön weiter. So, jetzt müssen wir schauen. Der Boss ist recht schwer bei Veteran. Ja, zum Beispiel den schnellen hier mit dem Charge-Angriff killen. Ja, wir töten zu wenig schnell. Einfach den anderen. Ah, weg damit. So, wir machen sehr wenig Damage. Obwohl wir eine Zweihandwaffe haben. Das ist das Blöde, weil die so viel Leben haben. So. Jetzt lassen wir mal die Passive mit 30% Leben. So, habt ihr gesehen, ein bisschen rot geworden. So, ich trinke gleich einen Heiltrank, nicht jetzt. Nein, wir müssen jetzt die Zombies töten. Ah, die Zombies werden... Die gehen ja kaputt. Hätte ich nicht gedacht. Umso besser. Also jetzt haben wir hier eine großartige Beute. Aufmachen. Und wir finden... Oh, ein Großschwert zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe direkt eine Waffe... im Ding. Ja, Energie ist nicht so gut. Also. Oh, mehr Schaden. Nehmen wir doch ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Können wir noch ein Schild nebenbei tragen. Sehr gut. Wir haben ja auch noch eine Sägeklinge. Also gehen wir direkt mal... Ja, wir gehen jetzt hier nach oben, da ist nämlich eine Sackgasse. Und dann gehen wir ins Lager, holen die Sachen aus der Kiste. Das ist nicht so gut. Ist schon ein bisschen besser mit solcher Angriffsgeschwindigkeit. Aber wir wollen zwei Handwaffen nehmen, weil wegen... Blutungen, das bringt es nicht, wenn man tausendmal den Gegner zum Bluten bringt. Es können, glaube ich, nur einmal bluten. Sondern, dass wir echt viel Damage haben, dass der Blutungsschaden, weil der mit Waffenschaden stackt, dass wir dann richtig viel Damage kloppen. Ich mache dann immer so Ding, also das ist so ein richtiger Flächenangriff, der hat eine große Reichweite für den Nahkampf. Und, dann bluten sie, dann haue ich ein bisschen ab oder gehe zu einer anderen Gruppe und die Gegner verbluten, oder? So, also, Level up nochmals. Es geht so schnell. So. Ja. Dann Konstitution. Wir können natürlich auch das Mana, also die Energie, ein bisschen woanders holen. Da haben wir eins, so. Also, wir... Ja, die Hose brauchen wir nicht. Wir rüsten das aus. Hier haben wir ein bisschen Ätherschaden, ein bisschen Chaos-Schaden. Einen Vertrauten herbeirufen, das ist leider... Ist das der Rabe? Ich weiß es jetzt nicht genau. Haben wir ein bisschen Konstitution, ein bisschen Raffinesse, ein bisschen Geist und Rüstung. Ja, und hier haben wir Stromschlagschaden. Also es bringt alles nichts, weil wir den Schaden gar nicht machen. Aber dass wir einfach ein bisschen hochwertige Rüstung haben hier. So, dann haben wir hier mehr Damage. Schild weg. Also hier haben wir
Ja, Raffinesse, Energie, Damage haben wir eigentlich nicht so viel. Durch Konstitution haben wir ein bisschen Damage. Durch Raffinesse haben wir ein bisschen Damage. Ja, ist eher defensiv natürlich. Dann haben wir hier Damage 6% und plus 3. Und hier haben wir Angriffsgeschwindigkeit und Damage plus 8% physischer Schaden. Stiefel haben wir auch Damage. Sehr schön. Dann hier haben wir Konstitution und Leben. Wow. Hab so gute Items geholt. Gut, die anderen Sachen müssen wir leider noch Ding. Wir könnten hier noch Damage das mal austauschen. So, hier ist ab 14, hier ist ab 12. Das ist ab Level 7. Sehen wir bald. Dann nehmen wir den mit. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den nicht verkaufen. Aber wir müssen da mal die Items verkaufen, sonst haben wir viel zu viel. Die weißen Items oben sind nichts wert, dann verkaufe ich das mal nicht. So. Also, die Sachen habe ich gesagt auch. Das sind nämlich Elementarschaden. Brauchen wir für unseren Charakter eigentlich nicht. So, ja, wie gesagt, Giftschaden. Angriffsgeschwindigkeit. Macht viel weniger. 16. Ja. Weg damit. So. Wir müssen jetzt wieder in diese Höhle. Da können wir auch durchrushen. Ist jetzt nicht so interessant zum Magic Finden. Und auch eben nicht zum Erkunden, weil es keine besonderen Erkundungen gibt, wo wir mehr Gegenstände finden oder so Sachen. Also, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal gezeigt. Oder? Was? Habe ich das nicht ange... Ah, wir müssen noch die Schrott sammeln. Sammle Schrott. Sonst habe ich nämlich das immer schon gehabt, weil ich recht viel Schrott gefunden habe. Jetzt habe ich erst einen Schrott gefunden. Okay. Also machen wir das. Wir müssen da natürlich zuerst die Schrott sammeln. Dieser Schrott, das ist ja Wahnsinn. Boom, geht mal weg. Ja, genau. Schon viel angenehmer. Ja, Items machen viel aus in diesem Spiel und machen auch, dass es ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger vorangeht. Weil diese langen Phasen, die machen vor allem mich ein bisschen zu schaffen. Muss immer dann ein bisschen früher aufhören, weil ich einfach mich langweile. Und das ist ab Burridge Village eigentlich weg. Weil dort ist es dann, jeder Gegner hat dann seinen eigenen Schwierigkeitsgrad, wo man einfach schauen muss, dass man zum Beispiel die Heiler-Schamanen von den Goblins zuerst killt oder dass man die Großen einfach ausweicht, weil sie euch anstürmen. Und das ist sehr originell, also man bedenkt, in Diablo 3 braucht man überhaupt keine Taktik und in Path of Exile auch nicht so viel. Da kommt es eher, weil die Gegner allgemein viel Damage machen. Hier machen nur manche viel Damage in bestimmten Situationen. Und das finde ich richtig geil. Aber eben, das Spiel hat natürlich auch negative Sachen. Aber die sind jetzt wirklich eigentlich eher technischer Ding. Und einfach diese Leerstellen. Die sollen sie noch wegkriegen. Dass man einfach ein bisschen noch mehr machen kann, außer craften. Und das halt einfach alles nicht so gleich ist. Weil die Gebiete im ersten Akt sind alle relativ gleich und ändern sich erst, wenn man dann im zweiten Akt ist, ungefähr stark. So. Da unten. So. Ja, was war das? Das war wieder Windhof. Jetzt. Ah, noch ein Level. Schade, aber wir haben
dann diesen Klingenbogen. Das passt überhaupt nicht. Hätten sie lieber Cleave genannt auf dem Englischen. Das wäre dann Schwung. Als Klingenbogen. Man macht einen Bogen mit der Klinge, oder was? Ja, irgendwie. So. Da haben wir noch ein paar Mobs. Wir wollen oben durch. So. Ja. Jetzt kommt eine Zone, wo man viele Gegner trifft. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir leveln jetzt dieses Level noch und dann haben wir Flächenschaden. Jetzt könnten wir alle Gegner hier treffen. Außer die da vorne. Das sind einfach ein paar Mal zu viele. Zombie-Schnitzen. Weg dann. Weghauen. Weghauen. Yes. Bam, 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 bam. Genau so. Also, die Gegner klopfen manchmal auch zusammen, weil sie aus einer anderen Gruppierung sind. Finde ich auch nice. Aber es sollten einfach nicht die Gegner dann sein, die wir kloppen wollen. So, die Hälfte haben wir wieder. Bald haben wir den Klingenbogen. Aha, schön. Hier unten haben wir, glaube ich, noch einen Fetzen. Die geben recht gute Erfahrung, wenn man sie liest. Später halt nicht mehr. Lederhelm des Giftes, okay. Ah, da kloppen sie zum Beispiel zusammen. Ja, ein Insekt, Riftbrut. Das ist eine andere Gruppierung als die Zombie-Sachen. Die ätherischen. Das sind wahrscheinlich Toniker. Nö, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Gruppierung, die wir halt nicht erhöhen oder senken können. Einfach neben Mobs. So, hier hinten ist auch noch etwas, nicht vergessen. Und dieser Schrank hier. Meistens setzt er etwas drin. Hier halt nicht. So, hier unten hat es noch Schrott. Können wir auch einsammeln. Nämlich hier unten. Also, erster Akt wird für mich nicht blind sein. Zweiter Akt wird dann blind sein. Und, ja, dann, mal schauen, was uns so erwartet. Weil der zweite Akt wird sicher schwer sein und verzweigter und ein bisschen anspruchsvoller. Was ich gesehen habe, also ich habe ihn kurz ein bisschen angespielt, aber das ist jetzt schon einige Dinge her. Es ist braun, also es ist ein bisschen dörrlicher, ein bisschen ja, südländlicher, ein bisschen wärmer. Und so wie es scheint, hat es so von irgendwelchen Ameisen oder so Höhlensysteme, die wir besuchen. Und einen versteckten Händler, bis ich den gefunden habe. Bis ich gewusst habe, wo man zu diesem Händler kommt, also wodurch man muss. Ja, muss man die Karte ein bisschen drehen, bis ich das auch gewusst habe, dass man drehen kann. Kann ich euch kurz zeigen. Sieht so aus, als würde es ein 2D-Spiel sein. Halt mit 3D-Sachen. Aber ist es nicht. Und das finde ich einfach genial. Sollte einfach ein bisschen wichtiger werden, außer für diese Quest, für diesen Händler. Das ist keine Quest. So, hier drin waren wir auch schon. Die machen wir jetzt nicht. Diese Bestie, die hat zu viel Leben auf dran. Können wir dann später nochmals nachholen. Die Höhle ist immer da, aber in einer anderen Position. Letztes Mal war es ja unten rechts, jetzt unten oben links. So. Hier sind viele Gegner. Also, wir machen noch den Klingenbogen, zeigen noch den Klingenbogen, dann ist leider der Part, also sind die 30 Minuten,
schon ausgeschöpft. Höher will ich nicht so gerne auf hochladen, weil es viel länger geht. Und ja, wir gehen noch zum Waypoint hoch. Es geht einfach höher, länger zum Hochladen sozusagen. So. Also wo haben wir den Waypoint? Der muss hier oben rechts sein. Noch ein ganz weniges. Ja, hier sind schon die Gegner des nächsten Gebietes. Also schnell stealthen. So. Nochmals investieren in Blitz. Und hier einen zweiten. Also. Giftschaden brauchen wir nicht. Den hier ausrüsten. So. Hier machen wir jetzt einen auf Geist. So. Geist ist auch wichtig, einfach wegen Mana. Und wegen den Resistenzen, glaube ich, auch noch. Und Pang. Das ist jetzt dieser Klingenbogen. Und damit bin ich einfach so extrem OP. Auch später noch. Das ist gigantisch. Also Schaden macht er auch viel. Er macht jetzt schon Blutungsschaden. Also ihr seht, es blutet extremst. Und es ist halt einfach besser im Nahkampf, weil man hat so eine Reichweite, das ist gigantisch. Und hier haben wir gar kein... Wir müssen noch ein bisschen weiter. Aber unsere Zeit sonst klingelt es. Sonst geht der Wecker an. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, pff, ja, genau, die kill ich alle. Bin ja der nicht, der im Stress ist, in der Zeit Stress. Mir läuft die Zeit ab. Ich will es einfach nicht, dass es klingelt und dass ich irgendwas drücken muss. Also, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Auf Wiedersehen. Ah, flieh! Also. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Schauen. Tschüss.